Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Born to Brick 2024. Ich bin der Robert und neben mir haben wir jetzt ganz viele Menschen, die sehr internationale Bekanntheit erlangt haben, nämlich das Team Maschmisch. Die waren jetzt in Houston in der First Lego League und vielleicht möchte mir einer mal von euch erklären, was ist das überhaupt, First Lego League? Vielleicht kann da vielleicht noch nicht jeder was damit anfangen. Wer will es denn erklären? Ja, kann ich machen. Also First Lego League ist so ein internationaler Wettbewerb. Es besteht aus vier Teilen. Einmal das Robot Design, Grundwerte, Forschungsprojekt und Robot Game. Und jedes Jahr kriegt man dann ein Spielbrett von Lego und auch so ein Wort. Zum Beispiel dieses Jahr hatten wir Masterpiece. Und als Forschungsprojekt muss man dann ein Problem dazu identifizieren und dann eine Lösung bauen und das dann vor Juries präsentieren. Auch das Robot Design präsentiert man. Das Robot Game wird dann einfach am Tag bewertet, wie viele Punkte man eigentlich schafft mit dem Roboter. Und der Roboter ist dann selbst gebaut, also ohne Anleitung. Und der fährt dann autonom und wird programmiert davor. Also das Ganze ist von FIRST, besteht aus mehreren Wettbewerben. Also es fängt mit den ganz kleinen an, mit Duplo bauen. Dann geht es zu den Explorers, das ist dann mit Lego bauen. Und das, was wir haben, ist jetzt die mittlere Stufe. Das heißt, wir haben einmal das Bauen und Programmieren vom Roboter und dann das Forschungsprojekt. Und dann gibt es noch die zwei größeren Stufen, das ist dann nur noch Roboter bauen und mit anderen Teams zusammen kämpfen und so. Und das war echt interessant, das in Houston zu sehen. Also, das ist auch so, Grundwerte ist jetzt, das weiß jetzt vielleicht nicht jeder, das ist, wie man mit anderen zusammenarbeitet, aber wie man auch im Team sich versteht und zusammenarbeitet. Und Roboterdesign ist, wie der Roboter aufgebaut ist und wie man programmiert hat. Ja, super. Und ich denke mal, ihr seid da so im Team aufgeteilt. Ihr seid ja heute nicht komplett, ne? Wie viel seid ihr denn eigentlich? Wollt ihr mal vielleicht Namen nennen, wenn ihr wollt? Oder wie viel seid ihr in so einem Team? Oder wie viel gehen nach Houston? Ja? Also wir im Team sind jetzt 6 Leute. Clara fehlt heute. Soll ich das einfach vorstellen? Ja. Okay, ich bin Marc, ich bin 15. Ich bin Juli und ich bin 11. Ich bin Monty und ich bin 12. Ich bin Sebastian, ich bin auch 15. Und ich bin Isabel, ich bin auch 15. Und Clara, die ist ja, wie gesagt, heute nicht da. Die ist 12. Und ich denke mal, das ist ja so ein richtig internationales Event, wo ihr da auch in Houston wart, mit dieser, ist ja eine Weltmeisterschaft. Gegen wie viele Teams seid ihr da angetreten? Also bei uns jetzt in der Challenge, First Lego League Challenge, gab es 158 Teams. Dann beim FTC, das ist die nächstgrößere Altersklasse, gab es um die 300. Und FRC, das war das ganz große, da gab es 500 Teams. Aber wir 600. Aber wir haben gegen 158 angetreten. Genau, aber es gibt weltweit in der First Lego League 48.000 Teams, so rundum. Also das ist ja schon echt eine beeindruckende Hausnummer, ne? Und ihr habt ja auch Preise abgeräumt, habe ich gehört. Also ist mir so zu Ohren getragen worden. Und was habt ihr denn für Preise gewonnen? Also wir haben einen Cooperation Award bekommen. Also das ist einmal, wie gut wir mit anderen Teams klarkommen. Und einmal im Wettbewerb, wie weit wir gekommen sind. Ja. Und wenn ihr da so mitmacht bei so einem Wettbewerb, nehmt ihr da auch neue Erfahrungen mit? Also lernt ihr was Neues daraus oder ja? Also zum Beispiel beim Robot Game, da hast du den Roboter, hast die Aufgaben und dann siehst du, was du verbessern kannst, was du vielleicht nächstes Mal noch einbauen kannst, sowas zum Beispiel. Oder wie man das Forschungsprojekt besser vortragen kann. Das wird auch von Jahr zu Jahr besser. Es ist natürlich eine ganz andere Erfahrung. Also während man hier in Deutschland 10, 16 Teams oder so hat, hat man da, wie gesagt, die komplett andere Hausnummer, über 150 Teams. Da lernt man das. Dann haben wir natürlich, wie Juli meinte, man kann sich angucken, wie die anderen die Probleme lösen. Und man hat natürlich das Englische. Also ich meine, in Amerika, da ist das nicht nur, dass wir unsere Sachen vorstellen müssen, wir müssen das Ganze übersetzen. Und ich meine,
gerade jetzt Juli mit der, als Jüngste, die jetzt wirklich nur in der Schule Englisch lernt, ist das natürlich auch nochmal was Großes. Und dann haben wir uns gegenseitig unterstützt, konnten damit dann noch lernen. Also viele unterschiedliche Erfahrungen. Wunderbar. Und habt ihr vielleicht so einen Wunsch, wie es weitergehen oder wie sieht die Zukunft bei euch aus? Das würde mich auch mal interessieren. Also gibt es da neue Projekte oder ist das irgendwie eine Erweiterung oder ist so ein Wettkampf immer wieder das Gleiche? Also unsere Zukunft wollen wir übernächstes Jahr einen Schritt höher gehen in den FTC zu den größeren Robotern. Okay. Also jetzt das kommende Jahr, das in Houston wurde das neue Thema für die neue Season preisgegeben. Das heißt, jetzt gibt es erstmal, letztes Jahr war es Masterpiece, dieses Jahr ist Submerged, also unter Wasser. Das heißt, da gibt es dann eine neue Map wieder mit neuen Aufgaben, neues Forschungsprojekt. Damit geht es jetzt erstmal weiter das kommende Jahr, dann so Ende August, Anfang September für ein paar Monate bis zum ersten Wettkampf. Und dann genau, dann vielleicht dann nächstes Jahr mit FTC weiter. Ja genau, und wir wollten auch noch unsere Programmierung verbessern. Wir haben jetzt lange mit Scratch programmiert, das ist eine der Programmiersprachen, die aus Source stehen. Und wir wollten jetzt ändern auf Python, weil wir mit Python aber sehr viel mehr Optionen haben, aber Python ist halt auch vor allem im Vergleich zu Scratch sehr viel schwerer. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel für die nächste Saison, dass wir das meistern und dann benutzen können. Also da habt ihr ja wirklich euch was vorgenommen und wünsche ich euch natürlich auch wieder viel Erfolg bei den nächsten Wettbewerben, Competitions oder wie man es nennt. Und was mich aber auch noch interessieren würde, ihr seid ja heute hier, ja, ihr habt ja auch einen Stand aufgebaut und wie wird der denn angenommen? Ich habe ja gesehen, da standen dauernd Leute rum, ne? Also, man sieht die anderen Bauwerke, denkt sich, wow, das ist ja ein riesiges Bauwerk und so. Und dann bei unserem Tisch denkt man halt erstmal, das sind aber kleine Sachen, Bauteile. Genau. Und dann aber, wenn man es den Leuten erklärt, dann finden die schon spannend und fragen weiter nach. Weil wenn man da einfach vorbeigeht, dann sieht man das nicht wie bei den anderen, weil bei den anderen sieht man so, ah, riesig. Und dann sieht man so, oh, klein. Genau, man hat natürlich diesen Effekt einfach nicht wie bei den anderen, weil man muss sagen, es ist beeindruckend. Und bei uns, dann müssen wir auch aktiv auf die Leute zugehen. Wenn man eine Frage hört, muss man sagen, okay, ich gehe jetzt zu der Person. Dann ist man ständig dabei, diese Aufgaben zu machen, die Runs durchzulaufen, dass die Leute sehen, ah, da passiert tatsächlich was. Und dann ist das echt, echt gut angekommen und zusammen funktioniert das auch. Also von daher. Ja. Und vielleicht mal eine abschließende Frage an jeden von euch. Wir reichen mal das Mikrofon dann gleich mal weiter. Welche Eindrücke nimmt ihr denn hier von der Born to Brick insgesamt heute mit? Also für mich einfach so, wie nett alle anderen sind, die gebaut haben und auch wie kreativ die eigentlich sind, das alles aus dem Kopf gebaut zu haben und auch einfach die Geduld und Zeit, die sie investiert haben. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich meine, das sind riesige Sachen, viele unterschiedliche Ideen. Also man hat auch gesehen, zum Beispiel jetzt mit dem Wasser, einfach wirklich nur, wie viel da investiert, zeitlich investiert wurde und so. Ja, ich kann jetzt eigentlich nicht sehr viel dazu sagen. Also auf jeden Fall dasselbe, was die haben. Alleine einfach wie beeindruckend es ist, dass Leute das halt, dass man darauf gekommen ist und wie sie das gelöst haben, von der Eisenbahn, die alleine fährt und stoppt, zum mit dem Wasser, dass das alles funktioniert. Also das ist auf jeden Fall beeindruckend. Also ich finde es eigentlich so richtig beeindruckend, wie geduldig man sein kann. Ich habe gar keine Geduld, was sowas angeht. Ich baue da vielleicht so was Kleines zusammen, aber dann hört es auch auf. Und dann, das dauert ja teilweise Jahre und das ist so krass. Ich finde es auch beeindruckend, wie groß die Konstruktionen sind und was sie alles benutzt haben. Ja, super. Dann danke ich euch für das Interview. Freut mich, dass ihr da alle auch mitgemacht habt. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Born to Brick. Und jetzt sagen wir alle nochmal ciao.